Jetzt aber kommen wir zur Edeltanne. Die Edeltanne, man schreibt sie Edel-Tanne und das schreibt man deswegen so, damit man sie ja nicht mit der einheimischen Weißtanne verwechselt, die dann auch gerne mal als Edeltanne bezeichnet wird. Deshalb sind halt eben diese blöden volkstümlichen Namen durchaus mal etwas irreführend. Sie hat zwei lateinische Namen, ich kenne sie, also die immer mal wieder verwendet werden. Ich weiß nicht, welcher der offizielle ist, ich kenne sie nur unter Abies Nubilis, auch Nubilis-Tanne genannt. Wenn man sie auf Deutsch Nubilis-Tanne nennt, dann ist auch klar, welche Tanne gemeint ist, weshalb ich mit dem Begriff Edel-Tanne so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Das wird aber der häufigste Begriff sein. Und ich glaube, unter dem steht es ja auch auf Wikipedia aufgeführt. Das ist ja heutzutage auch wichtig. Nicht, was richtig ist, ist wichtig, sondern das, was auf Wikipedia steht, das ist richtig. Naja, wie dem auch sei, das Ding stammt aus Amiland. Und zwar von der Westküste. Steht also auch da, wo die Douglasie herkommt. Ist mit der zum Teil auch durchaus ein bisschen vergesellschaftet, soweit ich das habe recherchieren können. Das ist immer nicht so einfach mit den amerikanischen Bäumen. Ich brauche dringend mal noch das Buch. Nein, ich sage nicht, dass ich irgendwas brauche. Nein, ich habe gelernt. Ich brauche nichts. Ich bin glücklich und zufrieden. Dazu sage ich jetzt nicht. Nein, klar behalten. So. Die hat jetzt einen großen Vorteil gegenüber allen anderen möglichen Bäumen, die man sich ins Wohnzimmer stellen kann. Auch nochmal einen kleinen Vorteil gegenüber der Nordmanntanne, denn die Nadeln halten besonders lange. So ein Nadelbaum generell hat eine gewisse Zeit, die die Nadeln am Baum bleiben. Und dann fallen sie halt irgendwann auch mal ab. Also auch Nadeln sind nicht ewig grün, aber deutlich länger grün, als das halt bei Laubblättern der Fall ist. Und ein Nadelbaum schmeißt ja, außer die Lärche und noch ein paar andere, ihre Nadeln ja nicht saisonal bedingt ab. Stattdessen bleiben sie im Fall von unseren einheimischen Nadelbäumen im Regelfall grob so zwischen 4 und 7 Jahre, so ein ganz, ganz grober Wert, damit ich irgendwas gesagt habe, am Baum und werden dann halt eben einzeln ersetzt, weil die sind auch unterschiedlich alt, die Dinger, und sie halten unterschiedlich lange. Also irgendwann zwischen nach 4 und 7 Jahren wird sich ein Zweig vollständig erneuert haben, aber halt eben ein paar Nadeln pro Jahr sozusagen. Es könnte auch schon sein, dass nach 3 Jahren die ersten Nadeln halt abfallen und so weiter und so fort. Und dieser Turnus, diese Nadelerneuerungs-Rotationszeit, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob man da auch Turnover zu sagt. Jedenfalls, das dauert bei der Nordmanntanne circa 8 Jahre und bei der Nubilis-Tanne, der Edeltanne, da dauert das sogar bis zu 12 Jahre. Das dauert natürlich erheblich kürzer, wenn man das Ding umsägt und bei sich ins Wohnzimmer stellt, aber auch da gelten quasi diese groben Werte schon mal als Anhaltspunkt. Einheimische Tanne verliert die Nadeln zwar auch nicht so schnell wie die Fichte, aber relativ bald im Vergleich zu einer Nordmanntanne. Eine Nordmanntanne hält sie sehr, sehr lange. Die kann man ja durchaus bis ins Frühjahr mit unterstehen lassen, bevor die Nadeln abfallen. Wenn man Glück hat, kommt davon, wo man sie hinstellt. Und die Nubilis-Tanne, die könnte theoretisch ihre Nadeln wirklich bis ins späte Frühjahr, frühen Sommer oder sowas noch dran haben und macht einem dann halt diesbezüglich wenig Arbeit, dass man da dann seine die Nadeln die ganze Zeit auffegen muss. Wer gedenkt sich eine Fichte ins Wohnzimmer zu stellen, die kann ihre Nadeln schon beginnen zu verlieren nach wenigen Tagen. Also heißt, man stellt sie dann meinetwegen an Heiligabend auf oder 2 Tage vorher und dann ist sie bei Neujahr schon am Bröseln. Ne? Ungefähr so. Nochmal was zu unserer... und zurück zu unserer Edeltanne. Die ist die mächtigste Tanne, die es so gibt weltweit. Unter den Tannen ist das die größte und kann eine Höhe von bis zu 80 Metern erreichen und einen Stammdurchmesser offiziell bis 2 Meter. Es gibt aber auch einzelne Exemplare, die dann halt eben nochmal erheblich dicker sind. Schon beeindruckend. Tannen sind generell keine kleinen Bäume, aber dieses Exemplar, also diese Art ist schon beeindruckend, aber nicht unbedingt bei uns. Man hat sie im Rahmen der Wir pflanzen nordamerikanische Baumarten in den deutschen Waldaktionen Mitte des 19. Jahrhunderts, also so um 1850, hat man auch bei uns die Dinger gerne mal überall hingepflanzt. Es gab auch später noch Versuche. Ich habe mal ein Praktikum gemacht.
in einem Wald, zu dem ich nichts weiter sagen möchte, aber jedenfalls hat da der örtliche Förster das Problem gehabt, dass sein Vorgänger den halben Wald mit Nubilis-Tannen zugestellt hat, beziehungsweise die stehen halt überall vereinzelt rum und wachsen ziemlich kümmerlich. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier Rassismus im Wald macht und die Dinger regelmäßig raushaut, wann immer irgendwo irgendeine findet, die man raushauen kann. Aber wenn ohnehin Holzernte gemacht wird, dann geht da auch gerne mal so eine Nubilis-Tanne mit hops, weil bringt's nicht so richtig. Per se haben sie aber eigentlich ein relativ gutes Holz, das man für so ziemlich alle baulichen Anwendungen verwenden kann, ähnlich unserer einheimischen Tanne. Und durch ihren doch großen möglichen erreichbaren Dimensionen sind die wirtschaftlich durchaus interessant. Kommen nicht überall vor, kommen eher an der nördlichen Westküste der USA bis südliches Kanada so grob vor, ganz grob. Und wie gesagt, erreichen durchaus beeindruckende Ausmaße. Die Douglasie, die wird natürlich nochmal ein Stückchen höher, ein großes Stückchen zum Teil sogar, aber ist beeindruckend. Beliebt ist das Ding jetzt aus zweierlei Gründen. Erstens mal hat es relativ stabile Zweige und lässt sich damit relativ gut schmücken. Die Nordmann-Tanne lässt sich auch, geht so, schmücken, aber da gibt es Besseres. Die Nubilis-Tanne ist diesbezüglich quasi eine Nummer besser. Und beliebt ist das Ding deswegen, weil die Nadeln leicht silbern aussehen, weshalb das Ding auch gerne als Silbertanne bezeichnet wird. Ich habe euch schon an mehrfacher Gelegenheit zur Tanne erzählt. Wo ist mein Zweigchen? Da ist mein Zweigchen, dass die auf der Rückseite sogenannte Stomata-Streifen aufweist. Das ist hier jetzt gar nicht so gut zu sehen, aber man kann es doch, glaube ich, ein bisschen erahnen. Da befinden sich links und rechts vom Nadelzentrum zwei weiße Streifen. Das sind Atemöffnungen, das sind Wachsstreifen, darunter liegen quasi die Öffnungen im Nadelblatt, die zum Gasaustausch dienen. Also atmen ist eigentlich das falsche Wort, eher Photosynthese. Das ist das Gegenteil von Atmung sozusagen. Die Möglichkeit, CO2 zu Zucker zusammenzubauen, ist natürlich nur dann gegeben, wenn man CO2 auch irgendwie aufnehmen kann. Deswegen kann eine Nadel und ein sonstiges Blatt nicht vollkommen dicht sein, sondern braucht kleine Öffnungen. Und die befinden sich eben durch Wachs abgedeckt, damit die Öffnung auch nicht zu schutzlos allen möglichen Faktoren ausgesetzt ist, unter diesen sogenannten Stomata-Streifen. Fast jeder Nadelbaum hat in irgendeiner Form Stomata-Streifen. Mal sind sie deutlicher zu erkennen, mal weniger deutlich. Im Fall der Nubilis-Tanne gibt es davon vier. Die befinden sich also auch auf der Nadel oben. Seite. Die Nadel ist vierkantig, also viereckig sozusagen, und hat auf jeder Seite einen Stomata-Streifen. Anders als unsere Tanne und die Nordmann-Tanne eben nicht nur auf der Unterseite, sondern auch oben, und deshalb sieht die leicht silbern aus, weil diese Stomata-Streifen halt eben hell sind. So. Außerdem sind die Nadeln relativ fest, was auch nochmal eben dazu führt, dass sie lange halten. Das eine schließt das andere also sozusagen damit ein. Und der letzte und durchaus wichtige Unterschied von Edeltanne zur Nordmann-Tanne ist, dass die Edeltanne sehr wohl duftet. Nordmann-Tanne ja sehr wenig, weniger als unsere einheimische, die Edeltanne noch mehr als unsere einheimische. Außerdem hat sie so Harzbläschen am Stamm, wenn man die kann man auch noch einstechen mit einem Messer, mit einer Nadel oder sonst was. Und dann duftet das Ding schon wirklich ziemlich intensiv. Wer diesen Geruch mag, diesen typischen Harzgeruch, der könnte mit so einem Ding durchaus sehr seine Freude haben, wenn halt dann eben die Bude da ein paar Tage lang nach riecht. Wer das nicht mag, für den ist so ein Ding dann halt eher nix. Und dann gibt es noch die dritte vergleichsweise häufig verwendete Nadelbaumart. Und das ist jetzt keine Tanne, sondern das ist eine Fichte. Und zwar, wie heißt das Ding auf Deutsch? Ich kenne sie nur unter Picea pungens. Wo habe ich mir denn aufgeschrieben? Ach ja, das ist die Blaufichte auf Deutsch. Die hat tatsächlich leicht bläuliche Nadeln, teilweise auch relativ ziemlich bläuliche Nadeln. Ist dadurch dann wieder beliebt, weil es sieht halt einfach mal ein bisschen anders aus, bisschen trendierer, bisschen hipper vielleicht. Wird tatsächlich gerne von eher jungen Leuten gekauft. Die hat von all diesen bisher genannten Baumarten die stabilsten Äste und eignet sich demzufolge eigentlich am besten, um echte Kerzen drauf zu stecken. Das kann man auch bei den anderen machen. Ist eher schwierig zum Teil. Muss man vorsichtig sein. Bei der Blaufichte hingegen, heißt sie so? Muss man mal nachgucken. Ja, so heißt sie. Geht das relativ gut. Aber das Ding sticht wie Sau.
Spezia pungens ist bei Studenten auch gerne mal als Stechfichte bezeichnet, weil wenn man da mal wirklich in so ein bisschen Bestand von dem Zeug rumrennen muss oder bei ein paar Einzelbäumen, muss man wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Wenn man da quasi frontal in so einen Ast reinrennt, kann man sich echt böse wehtun. Man muss zum Teil auch mit den Augen wirklich vorsichtig sein, weil die so stark stechen, dass sie potenziell in der Lage sind, einem da wirklich im Bereich der Augen schwere Verletzungen zuzufügen. Ja, kann man sich jetzt natürlich als Weihnachtsbaum dann eben trotzdem zu Hause hinstellen, weil die Nadeln halt schön aussehen. Geruch ist auch so ein bisschen gegeben. Und irgendwie gesagt, wie gesagt, relativ stabile Äste. Nadeln halten nicht so lange, bisschen länger als bei der einheimischen Fichte, aber auch nicht toll. Und mehr will ich zu dem Ding eigentlich gar nicht erzählen. Ich persönlich halte das nicht für einen schönen Weihnachtsbaum. Es gibt es aber. Und aufgrund persönlicher Vorlieben wird das Ding jetzt gemobbt und weiter ignoriert. So, wenn man sich die einheimische Fichte hinstellt, ich habe es ja schon gesagt, die ist von daher gut, weil die kostet nichts. Tatsächlich gibt es die auch im Überfluss. Die kann man sich, soll man nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so jemand ist, der Zugang zu Wäldern hat und sich da mal was raussägen kann und Tanne gibt es da nicht, dann wären halt in den Bundesländern, wo es keine Tanne gibt und schon gar nicht in größeren Maßstäben, die Fichten der Weihnachtsbaum der Wahl und wird in solchen Zusammenhängen dann auch eben gerne verwendet. Dann würde ich schon sagen, macht das auf jeden Fall Sinn. Auch gerne aus Naturschutzgebieten wird die Fichte rausgesäbelt, weil sie da ja dann sonst das arme Naturschutzgebiet zuwachsen würde. Und da muss sie dann erst recht weg. Und wenn sie schon weg muss, dann kann man sie sich auch als Weihnachtsbäumchen aufstellen. Das ist also auch eine recht beliebte Praxis, dann dafür sowas eine Fichte zu nehmen. Also ich würde sagen, wenn man ohnehin drankommt, bevor man was kauft, nimmt man eine Fichte. Sonst, wenn man schon was kauft, kann man auch ein bisschen was Besseres kaufen. Man kann sich auch eine Douglasie aufstellen. Die ist dufttechnisch natürlich sehr attraktiv. Man kommt inzwischen auch einigermaßen gut dran auf dem Weihnachtsbaummarkt. Muss aber schon zu einem gut sortierten Weihnachtsbaumhändler, wenn man da eine Douglasie haben möchte. Natürlich ist es einfacher in Regionen, wo die ohnehin überall stehen. Und schwieriger in Regionen, wo sie nicht überall stehen. Ist dann interessant, wenn man halt wirklich diesen Duft sehr, 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 sehr gerne mag. Das wäre jetzt für mich der Weihnachtsbaum der Wahl, weil ich ja schon so viel mit Douglasienholz auch zu tun hatte und Stammscheiben vermessen habe. Und da hast du ständig diesen Douglasiengeruch in der Nase und man gewöhnt sich da richtig dran und man braucht das irgendwann richtig. Deshalb, das wäre jetzt meine persönliche Wahl, aber die hat sehr dünne, biegsame Zweigchen und eignet sich so gut wie gar nicht für Echtkerzen. Man muss da dann also auf irgendwelchen Elektrokrempel zurückgreifen. Ich persönlich, Überraschung, steht total auf Echtkerzen und mag die LED-Baumbeleuchtung so gar nicht. Also wirklich lieber, wenn im Baum, dann mit Echtkerzen. Unbedingt. Und deswegen ist die Glasie dann auch ich weiß es nicht. Also dann würde ich halt nur erinnern, einen Baum ohne Beleuchtung sozusagen vorziehen, wenn ich die Glasie nehmen würde. Und die Kiefer wäre auch noch eine Option. Allerdings wachsen Kiefern halt nicht in dieser schönen, standardmäßigen Weihnachtsbaumform. Hat stabile Äste, kann man draufstecken, was man lustig ist. Kann man auch wirklich ein bisschen alternative Dinge mal an dem Baum hängen, wer da drauf Bock hat. Da würde sich die Kiefer auch anbieten. Aber halt die Form ist etwas gewöhnungsbedürftig. Geruch würde ich so im Mittelfeld einordnen. Viel mehr muss man zur Kiefer, glaube ich, nicht sagen. Zu bekommen ist das Ding auch eher wieder schwierig beim Weihnachtsbaumhändler. Da muss man halt dann eben schon wissen, wo man dann so alternative Dinger herbekommt. Und noch eine Statistik. Die Nordmanntanne ist zu 75% der meistverkaufteste Weihnachtsbaum. Wobei diese Zahl, da habe ich auch schon 85% gefunden. Irgendwo so dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Man findet dann aber für sämtliche anderen Baumarten, also sowohl Edeltanne als auch Nubilistanne, als auch Fichte, als auch Douglasie bzw. Kiefer, so Angaben um die 5%. Und tatsächlich würde es dann auf 100% kommen. Vielleicht mag das so ungefähr stimmen. Jedenfalls mit Abstand am beliebtesten ist die Nordmanntanne. So. Und jetzt, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein langes Video wird, kann ich noch ein bisschen was zur Geschichte vom Weihnachtsbaum erzählen. Allerdings möchte ich mich da wirklich kurz fassen. Da gibt es durchaus Quellen, wo man das noch deutlich ausführlicher und länger nachlesen kann. Und zwar möchte ich im Wesentlichen so drei Epochen ansprechen, nämlich die Vor- und Frühzeit, das Mittelalter bzw. spätere Mittelalter dann auch erst, nochmal separat so ein bisschen,
Und dann gibt es halt quasi die Neuzeit in Anführungszeichen. Und da sind wir dann so bei 1850 und noch ein paar Jährchen dazu. Und dann passierte lange, lange, lange nichts. Und dann gibt es 1982 nochmal ein besonderes Ereignis in der Geschichte des Weihnachtsbaums. So viel zur Übersicht. Und in der Vor- und Frühzeit, da wissen wir natürlich wenig. Wir haben da kaum schriftliche Überlieferungen. Es gibt aber Hinweise, die aber niemand beweisen kann, dass es wohl schon immer, soweit man zurückdenken kann, Brauch war als Zeichen für Fruchtbarkeit, so ähnlich wie das Ei an Ostern, das hat ja auch in keinster Weise irgendwas mit dem Christentum zu tun, als Zeichen für Fruchtbarkeit sich eben grüne Zweige im Winter und trotzdem grün, das war ja, der Winter war ja damals durchaus was, wo man sich nicht unbedingt drauf gefreut hat, ne? Dass man gerne einen Winter hat und gerne Skifahren geht und so ein Krempel, das ist eine relativ neumodische, nicht nur deutsch, Erfindung bzw. Tatsache. Ursprünglich war der Winter mal ein Problem und man hat sich verdammt nochmal gefreut, wenn der Winter vorbei war. Und dann hat man unter anderem eben solche grünen Zweige, nicht nur jetzt hier Nadelbäume, sondern auch Ilex. Ist ja die einzige immergrüne Baumart, Laubbaumart bei uns. Das hat man sich wirklich wahrscheinlich relativ oft in die Bude gehängt, ans Fenster gehängt, ans Fenster, um böse Geister draußen zu halten und zu vertreiben, sofern sie schon da waren. Und ja, um einen baldigen Frühling herbeizuführen und im Frühling dann eben als Symbol für Fruchtbarkeit, was dann in irgendeiner Form die Fertilität der Pärchen da hat erhöhen sollen. Wobei man damals noch nicht wusste, dass da immer zwei dazugehören und man wollte, glaube ich, soweit das überliefert ist, zur damaligen Zeit eher die Fruchtbarkeit der Frau erhöhen. Auf die Idee kommen, dass das auch mal am Mann liegen kann, auf die Idee ist da, glaube ich, noch niemand gekommen, soweit wir das zurückführen können heutzutage. Das waren noch andere Zeiten. Ja, noch zwei Schlagworte, wozu das Ding noch gut gewesen sein könnte. Lebenskraft generell und Fruchtbarkeit eben einfach generell. Sicherlich auch für die Felder, für die Kühe, für alles, was in irgendeiner Form fruchtbar sein soll. Also was Nahrung in dieser Hinsicht dann darstellt. So, und dann sind wir auch schon im Mittelalter. Und es gibt wohl im Früh- bis Hochmittelalter, also so mal ganz grob von 500 bis 1200, so irgendwie ganz, ganz grob, gab es bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil den Brauch, an Weihnachten auch so eine Art Adam- und Eva-Party zu schmeißen. Und da hat man eben, um das zu feiern, also den, oder auch nicht zu feiern, oder wahrscheinlich eher dran zu erinnern, dem Rauswurf aus dem Garten Eden gedacht. Und das war ja so, für diejenigen, die da überhaupt noch weniger informiert sind als ich, dass die böse, böse Eva irgendwann die Schnauze voll hatte, vom Baum des Lebens zu futtern und ist dann zum Baum des Erkenntnis rüber marschiert und hat da mal gefuttert, ne? Und seitdem ist die Sünde in der Welt, die böse Erbsünde, und die Frauen sind schuld. Also so grundsätzlich sympathisch ich diesen Gedanken eigentlich finde, das ist so trotzdem alles natürlich völliger Blödsinn. Aber grundsätzlich, nichtsdestotrotz hat man eben dieser schlimmen Tat von der Eva dann dadurch gedacht, dass man irgendwelche Bäume mit Äpfeln behängt hat, Richtung Weihnachten eben. Ich glaube, das war sogar am 24. Dezember, sofern es diesen Kalender dann damals überhaupt schon gegeben hat. Da bin ich gar nicht auf dem Laufenden. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, welcher Kalender man wann gehabt hat. Egal, jedenfalls wurde das eben zur Weihnachtszeit gefeiert, dieses Adam und Eva-Party-Ding da. Und da hat man halt eben dann beliebige Bäume, das können auch durchaus Laubbäume gewesen sein, mit Äpfeln behängt, um halt eben dann hier diesen Baum der Erkenntnis darzustellen. Vermutlich. Es gibt nicht so wirklich so richtig tolle Quellen, die das exakt beschreiben, hat zumindest keine gefunden, aber das ist ja auch ein Baumschmücken an Weihnachten und man kann es dann demzufolge in gewisser Weise eben mit in die Historie mit aufnehmen. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Angaben, wo denn jetzt der erste bisschen klassischere Weihnachtsbaum, also sprich ein Nadelbaum, ein geschmückter, rumgestanden haben mag. Wie gesagt, verschiedene widersprüchliche Angaben. Ich sage jetzt einfach mal, es wäre 1419 in Freiburg gewesen. Da hat nämlich die Bäckerschaft oder die Bäckergilde oder wie auch immer die sich dann genau genannt haben zu diesem Zeitpunkt, einen Baum,
Es war wahrscheinlich auch schon ein Nadelbaum, aber das ist schwer zu sagen. Ohnehin ist diese Quelle schwer überprüfbar, mit Leckereien geschmückt. Also Nüssen, Früchten, Obst, Trockenobst und halt eben auch Backwaren, sowas wie Lebkuchen zum Beispiel, haben sie da alles dran gehängt. Und der Baum ist wohl bis Neujahr stehen geblieben. Und dann durften Kinder den plündern und dann halt alles eben entsprechend auffuttern, was dran gehangen ist. Hätte man doch den eigentlich vorher, naja, egal. Wird schon noch irgendwie essbar gewesen sein. Danach gibt es wahrscheinlich weniger Einträge in die Geschichte und erst 1539 wird wieder so ein Ding erwähnt. In Straßburg war das dann. Da sagt die Quelle, glaube ich, aber nur, dass es einfach einen geschmückten Baum gegeben hat und keine weiteren Details. Ich habe zumindest keine gefunden. Interessant wird es dann beim Goethe. Als der Goethe dann nämlich beschlossen hatte, den Weihnachtsbaum bei den Leiden des jungen Werther, das ist schon eine arme Sau, dieser Werther, einzubauen. Ne? Und irgendwie fand der Goethe wohl den Weihnachtsbaum schön. Der Goethe ist ja generell so ein Freund von Bäumen gewesen und hat den dann auch beim Hofe eingeführt in, wo saß der? In Weimar, glaube ich, kann das sein? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh je, ich weiß nicht, wo Goethe tätig war. Bildungslücke. Jedenfalls hat er den an Hofe eingeführt. Und weil der Goethe halt gesagt hat, Goethe war ja schon damals zu Lebzeiten schon relativ, oh, wenn der Goethe sagt, das ist gut, dann ist das auch gut. Einflussreich, sagen wir mal. Und deswegen fand der Adel diese Idee irgendwann mal ganz, irgendwie erstmal ganz toll. Das ging dann jetzt noch eine Weile, bis dieser Trend quasi vom Adel zum gemeinen Volk übergesprungen ist, weil zur damaligen Zeit war Nadelholz gar nicht mal so häufig in Deutschland. Das ist die Zeit, wo man dann gerade erst so langsam angefangen hat, alles voll zu pflanzen mit entsprechenden Nadelbäumen. Und es ist die Zeit der Waldnot, der Holznot, wo kaum noch Wälder vorhanden waren. Wahrscheinlich haben wir in der deutschen Geschichte zu dieser Zeit so ungefähr die niedrigste Walddichte gehabt, die wir jemals hatten, über Deutschland verteilt. Und deswegen für den einfachen Normalbürger war es gar nicht einfach, an so einen kleinen Nadelbaum ranzukommen, der dann eben entsprechend festlich geschmückt wurde und deswegen noch nicht so wirklich durchgesetzt. Außerdem fand die Kirche das noch nicht so gut, weil das ist ja ein heidnischer Brauch. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die vor- und frühzeitlichen Sachen da dann quasi übernommen wurden. Zumal der geschmückte Nadelbaum ja nun wirklich nichts mit dem Adam- und Eva-Sündenfall-Gedönse da zu tun hat. Das ging eine ganze Weile, bis die Kirche dann beschlossen hat, okay, von mir aus, dann mach doch. Und zwar war das so rund Mitte des 19. Jahrhunderts, also frühes 19. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, so ganz grob. Das ist die Zeit, wo auch sämtliche Leute dann nach Amerika ausgewandert sind, so zumindest angefangen haben. Da gibt es auch schon vorher noch ein paar Auswanderer, aber auf jeden Fall war da viel Auswanderung zu der Zeit. Und die haben dann aus Europa eben die Sitte des Christbaums, des Weihnachtsbaums mit nach Amiland genommen. Und wie wir alle wissen, hat Amiland aus Weihnachten das große Kommerzfest gemacht, das ja dann auch eben als Kommerzfest eben jetzt auch in Asien zum Beispiel gefeiert wird, völlig ohne jeden christlichen Hintergrund und wo dann auch diese Mützen hier eingeführt wurden, die ja ursprünglich mal so ein bisschen Nikolaustechnisch angedacht waren, der aber einen Bischofshut auf hat und keinesfalls so eine Mütze. Man kann sie aber vielleicht noch dem Nikolaus irgendwie ein bisschen andichten, der ja eine historische Figur ist. Aber diesen Weihnachtsmann mit dann tatsächlich dieser Form von Mütze, das brauche ich ja niemandem erzählen, der ist ja quasi eine Kommerzerfindung. Eigentlich, ne? Aber da müsste jemand fragen, der sich damit näher auseinandergesetzt hat. Letzter Punkt in der Geschichte, der vielleicht noch ganz interessant sein könnte. Gerade mal erst 1982 hat Johannes Paul II. Zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum im Vatikan aufgestellt. Bis dahin, oh, nee, Weihnachtsbaum, nee. Also so richtig christlich ist der sogenannte Christbaum halt eben mal überhaupt nicht. So eigentlich. Jetzt muss man allerdings noch dazu sagen, dass die evangelische Kirche durchaus sehr viel früher diesen Baum gar nicht mal so schlecht gefunden hat. Das ist aber was, da muss man dann nochmal eigene Recherchen anstellen und so weiter und so fort. Aber ich lasse es jetzt dabei bewenden und erzähle jetzt noch was zur Anzucht. Denn die
pflanzt man denn? Wo kommt denn so ein Baum nämlich her? Ich habe ja schon erwähnt, im Fall der Nordmanntanne wird die tatsächlich eben im Kaukasus vom stehenden Baum geerntet. Die Zapfen, warum ist das notwendig? Wie jede Tanne wirft die ihre Zapfen nicht einfach auf den Boden und da liegen die Samen dann drin und man kann sie einsammeln, sondern die zerfleddern oben am Baum, fallen dann in alle Richtungen auseinander und fliegen durch die Gegend. Das heißt, bringt nichts. Wenn man an die Samen ran will, muss man tatsächlich hoch und die eben pflücken. Bei manchen Nadelbäumen sind noch einzelne Samen eben im runtergeworfenen Zapfen, falls er am Stück runtergeworfen wird, vorhanden. Auch da ist Pflücken oft eine bessere Alternative, nicht aber zwingend unbedingt notwendig. Bei Tannen ist aber Pflücken einfach absolut unabdingbar und deswegen müssen da die Samen eben entsprechend herkommen. Da braucht man schon mutige Leute, die sich auf das Zeug drauf trauen. Aus meiner Sicht extrem mutige Leute, weil ich mich das niemals trauen würde mit meiner Höhenangst. Aber gut. Danach werden die Samen erstmal logischerweise gesät. Und zwar in relativ dichter Dichte. Das heißt, da wachsen dann so ganz viele kleine Mini-Tännchen 2 Jahre im Saatbeet. Danach werden sie umgepflanzt. Das hat 2 Gründe. A, wird die Wurzel sonst zu fest, wächst sich zu sehr fest und man kann das Ding gar nicht mehr rausholen, ohne dass es irreparablen Schaden nimmt und stirbt. Und zweitens sind die auf so engem Raum gesetzt, dass sie sich gegenseitig irgendwann umbringen würden, weil sie ja um die Ressourcen kämpfen und einfach auf diesem Platz nicht klarkommen und mehr Platz brauchen. Deswegen setzt man sie dann in ein zweites Beet, wo sie ein bisschen mehr Platz haben und noch deutlich größer werden können, weitere 2 Jahre. Und dann kommt zum Beispiel jetzt so eine Nordmanntanne noch, sagen wir mal, 4 bis 8 Jahre in eben diese Tannenplantage, wie man sie dann im Wald auch findet. Also das wäre dann eben so ein kleines Tannenwäldchen sozusagen, eine Tannenmonokultur. Alle Bäume auf großer Fläche gleich alt, ungefähr gleich hoch, ungefähr gleich breit. Der Archetyp einer Monokultur, aber halt eben nur wirklich als Plantage, räumlich begrenzt. Oft ist auch ein Zaun drum, damit das Wild nicht reingeht. Hat also keinen großen Einfluss auf sonstige umgebende Natur. Die Anbaufläche ist relativ klein. Das ist in keinster Weise mit irgendwelchen Maisplantagen zu vergleichen. Ich habe es ja gesagt, deutschlandweit gerade einmal 680 Hektar. Das ist wirklich nicht viel deutschlandweit und reicht trotzdem aus, um unseren Weihnachtsbaumbedarf circa 90% zu decken, weil ja nur 10% importiert werden. Also finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Allerdings hat jetzt dieses Monokulturanbauen der Tannen den Nachteil, dass da dann auch durchaus noch Unkraut eine gewisse Rolle spielt. Und eine Tanne, wenn man sie aus so einem Acker quasi pflanzt, meistens sind das ja quasi Acker, wo diese Christbaumkulturen rumstehen, ist schon ein bisschen empfindlich, beziehungsweise das Unkraut kann da recht gut aufkommen. Unkraut ist immer relativ, ich persönlich mag den Begriff ja nicht, weil ein Unkraut, ein böses Kraut, das gibt es ja eigentlich so nicht. Aber es sind halt auf jeden Fall unerwünschte Pflanzen und was kann man da dann eben machen? Möglichkeit 1, vorm Anbau der Tanne, bevor man die da hinsetzt, spritzt man zum Beispiel Glyphosat und dann ist da erstmal alles tot und dann hat man da einen schönen Boden, frei von jeder Konkurrenz und kann da seinen Tannen reinsetzen. Man kann aber auch zwischendurch, wenn das Unkraut dann aufzukommen droht, eben auch nochmal irgendwelche Herbizide einsetzen. Herbizide. Weiß nicht, was man da dann genau nimmt. Dafür kenne ich mich dann auch nicht genug aus mit dem Thema Pflanzenschutz. Aber Tatsache ist jedenfalls, es wird mit der chemischen Keule durchaus in den meisten klassischen Christbaumplantagen, Weihnachtsbaumplantagen gearbeitet. So, und das ist nämlich jetzt der springende Punkt. An sich ist das immer noch nicht schlimm. Es sind ja geringe Mengen. Da wird nicht haufenweise Pestizide und so weiter und so fort ausgebracht. Und der Schaden für die Umwelt, ja, er ist aber wirklich, wirklich überschaubar. Und ich möchte jetzt wirklich niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, der seinen Weihnachtsbaum von irgendwo her hat, wo er nicht genau weiß, wo der jetzt eigentlich herkommt. Das ist echt nicht dramatisch. Da braucht man sich jetzt nicht irgendwie schlimm fühlen und sich selbst zu verdammen, weil man es gewagt hat, einen Nicht-Öko-Weihnachtsbaum zu kaufen. Was es aber eben auch gibt. So, und das ist jetzt die Alternative für diejenigen, die auf sowas wirklich gesteigerten Wert legen und da vielleicht
vielleicht auch ein Event draus machen wollen, den Weihnachtsbaum auszusuchen. Es gibt gerade bei den Erzeugerhofen, ich habe glaube gesagt, 27% aller Tannen werden bei so einem Erzeugerhof geholt. Da gibt es auch oft die Möglichkeit, könnt ihr euch ja mal schlau machen bei euch in der Gegend, dass man sich den Baum aus dem Wäldchen aussucht. Und manche Erzeuger haben da auch so richtige kleine Miniatur-Märchenwälder, wo die Bäume auch eben nicht in gleichförmigen Plantagen in Reihe und Glied stehen, sondern schön durcheinander, wie so ein ja, natürlich aufgebauter Waldbestand, nur halt eben ein junger und verschiedenartig, stufig eben aufwachsen. Und wenn dann noch Schnee liegt und das Ganze irgendwo oben im Berg ist oder sowas, dann ist das natürlich eine Wahnsinns-Gaudi, wenn man da mit den Kindern hingeht, dann wird zusammen der richtige Baum ausgesucht und dann dürfen die Kinder den auch noch umsägen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die ideale Art und Weise, an einen Weihnachtsbaum zu kommen. Natürlich ist das dann noch mal eine Ecke teurer, die Bäume so in einer richtigen Waldformation aufwachsen zu lassen, erfordert und dann halt meistens dann eben ohne Spritzen. Das geht immer eigentlich einher. Wenn man schon auf Spritzen verzichtet, dann macht man auch gleich ganz bio sozusagen. Das erfordert schon mehr Geld. Deshalb sind die natürlicherweise eben auch teurer und lohnt sich. Und die Dinger kriegt man auch wirklich nur beim Erzeuger. Die werden kaum gehandelt, also dass der die dann einfach weiterverkauft und dann kann man sie auf dem Weihnachtsmarkt kaufen oder sonst was, weil sich das dann eben nicht lohnt. Der Händler müsste dann zu viel für ausgeben und müsste sie für zu viel Geld verkaufen, ohne das Event, das im Wald den Baum selber aussuchen und selber umsägen, zu haben. Deswegen, die kriegt man eigentlich wirklich nur beim Erzeuger. Was du beim Händler kriegst, wird niemals, zumindest nach aktuellem Stand, so eine super ökologisch produzierte Tanne sein. Es sei denn, und das ist jetzt nochmal eine Ausnahme, es gibt auch Händler, auch wenn die wirklich nicht so häufig sind, bei denen man auch FSC-zertifizierte Bäume kaufen kann. Das ist so ein FSC und da ist noch so ein kleines Bäumchen drauf auf diesem Logo. Im Zweifelsfall einfach mal nachfragen, ob die irgendwelche Zertifikate haben. Und Pflanzenschutzmittel dürfen bei FSC-zertifiziertem Holz nicht eingesetzt werden. Auf jeden Fall kauft man da was aus ziemlichem Weihnachtsbaum-Öko-Anbau stammt. Ich weiß auch nicht, ob der FSC mittlerweile ein eigenes Weihnachtsbaumsiegel hat. Da muss ich mich echt mal schlau machen. Grundsätzlich macht ihr aber nichts falsch und kauft auf jeden Fall einen guten Weihnachtsbaum, wenn der FSC zertifiziert ist. Es gibt auch noch vielleicht irgendwo PEFZ zertifizierte Weihnachtsbäume, PEFC heißt das dann. Das ist so ein Waldqualitätssiegel Light. PEFZ bedeutet, okay, ganz große Scheiße ist da nicht passiert, aber so ultimativ toll ist halt auch nicht. So kann man das mal ganz grob übersetzen. Das ist so ähnlich wie dieses MSC für irgendwelche Fischprodukte, Siegel. Das heißt ja auch, okay, das ist nicht die ganz große Scheiße, aber nachhaltig ist das noch lange nicht. Na, zum Beispiel Iglu-Fischstäbchen oder sowas, wo das überall draufsteht. Die Meere werden trotzdem überfischt, auch wenn da ein MSC-Siegel drauf ist, aber es ist nicht ganz so schlimm. Fisch ohne MSC-Siegel ist heutzutage, oh, da muss man schon hart drauf sein, wenn man sowas noch kauft, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Aber ich kenne mich mit diesem Meereszeug auch nur sehr rudimentär aus. Ich weiß lediglich, der Weisheit letzter Schluss ist dieses Siegel nicht, aber es ist schon ein Anfang vielleicht. Wenn du Greenpeace fragst, werden sie sagen, das reicht nicht mal ansatzweise. So gut wie nix. Aber ja. Okay, ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. War ja auch durchaus genug Zeug. Und ich hoffe, das reicht jetzt für die vergangenen Weihnachten, an denen ich nichts diesbezüglich gemacht habe und die kommenden Weihnachten, an denen ich diesbezüglich nichts zu machen vorhabe, erstmal aus. Und demzufolge wünsche ich jetzt schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ist nicht so, dass da nicht noch irgendwelche Videos von mir zwischendurch kommen, aber man kann es ja trotzdem an dieser Stelle mal offiziell sagen und ja eben schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.